Ja, hallo liebe Videofreunde, guten Tag. Ich will euch nochmal unseren Stellplatz hier zeigen. Wir standen heute Nacht vor einem Hotel, vor dem Hotel River Lodge, Rondane River Lodge. Und zwar haben wir gestern Abend, beziehungsweise sind wir gestern gefahren und gefahren und gefahren, und es kam und kam kein Stellplatz. Also wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo zu stehen. Und dann irgendwann, es war schon fast dunkel, ging es noch ab hoch Richtung Rondane-Gebirge. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht mehr, ich konnte auch echt nicht mehr. Wir waren fertig, obwohl Michael gefahren ist. Aber es war eine lange Tour. Ich habe gesagt, jetzt fahren wir nicht noch im Dunkeln über dieses Gebirge drüber. Und ja, dann wollten wir eigentlich erst an so einen Platz an der Straße. Das war so ein Parkplatz gewesen, zurückfahren. Und dann haben wir aber gesehen, dass hier Licht brannte und sind hierher gefahren und haben gesehen, ah, es ist ein Hotel. Dann sind wir einfach reingegangen und haben gefragt, ob wir uns auf den Parkplatz stellen können vom Hotel. Und da haben sie gesagt, ja, auf dem Gelände, das sehen sie nicht so gerne, aber wir können uns vor das Hotel stellen. Ja, und jetzt haben wir jetzt hier einfach am Straßenrand praktisch sozusagen gestanden, aber weit ab genug von der Straße. Es war auch recht ruhig, also hier fahren nicht so viele Autos entlang und sind dann gestern Abend einfach hier stehen geblieben. Ja, also jetzt geht's weiter. Der Chef steht draußen. Das letzte. Ja. Also müssen wir Wasser kaufen. Und jetzt fahren wir bis Lilleheimer und dann wollen wir mal gucken, ob wir uns den Holmenkollen angucken können. Und dann geht es noch ein kleines Stückchen heute weiter. Also, bis später. Ja, die war übrigens sehr nett. Die Dame, die dort gerade wegfährt, die gehört zum Hotel und hat gefragt, ob bei uns alles in Ordnung ist oder ob wir ein Problem haben. Und dann haben wir gesagt, alles gut. Aber es ist schon recht spät. Wir haben heute ein bisschen länger geschlafen. War ganz nett gewesen, ne? So, also, dann starten wir jetzt mal los. So, hier wollten wir eigentlich gestern Abend uns erst hinstellen. Aber da hätten wir halt sehr schräg nach unten gestanden und deswegen haben wir dann umgedreht und sind um die Ecke gefahren. Da war die Beleuchtung vom Hotel und haben dort gefragt. Aber notfalls wäre das halt auch gegangen. Nur hier hoch gestern Abend, das wollten wir nicht mehr, weil jetzt geht's, glaube ich, über dieses Rondane Gebirge. Street.
Ja, liebe Videofreunde, wir sind in Ehl. Dort sind wir gestern Abend angekommen und haben Gott sei Dank noch einen Campingplatz gefunden. Und der ist auch echt schön. Wir stehen also direkt hier an einem Fluss. Ich halte mal hier raus, weil die Scheibe ist schon ganz schön schmutzig da vorne. Ja, hier haben wir schön gestanden. Das ist ein recht großer Campingplatz. Ich will das mal so ein bisschen von drinnen jetzt filmen, weil es draußen etwas windig ist und dann sind die Windgeräusche zu hören, weil ich nämlich für diese Kamera noch keinen Adapter für das Mikrofon habe. Ja, so, also wir haben gestern dann Abend noch ein bisschen gegessen. Also ich hatte ja am Abend zuvor vorgekocht, Bolognese hatte ich vorgekocht und das gab es gestern Abend. Und ja, dann habe ich noch gearbeitet. Also ich war noch fleißig bis 0 Uhr und habe alle Filme überspielt, Fotos etc. Da hat sich ganz schön was angestaut und das ist so eine wirklich Schweinearbeit. Ich habe gestern wirklich Stunden abends gesessen und das alles überspielt und das Video, das letzte, auch noch ein bisschen fertig gemacht. Und ja, also ich habe mal versucht, die Hütchen da zu fotografieren, weil es einfach zu stürmisch draußen ist. Also die sind sehr schön, sehr modern eingerichtet. Ja, und davon gibt es ja jede Menge. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade langfahren, da ist auch nochmal ein großer Platz. Da kann man auch nochmal Hütten mieten und auch Plätze, für ganz viele Plätze für Wohnmobil, ne? Die andere Seite war das auch, gell? Zack, automatisch. So, und so, das ist jetzt die andere Seite vom Platz. Und da sind auch noch mal ganz viele Stellplätze. Also das ist echt riesengroß und es sind auch ganz, ganz viele Hütten sind dort zu sehen noch. Ja, zu den Preisen. Also der Platz kostet 40 Euro. Ist nicht ganz günstig, aber es ist alles dabei. Also Internet, Duschen, alle Kosten, Strom, ist alles inklusive und man muss nichts extra bezahlen. Also völlig annehmbar der Preis für diesen schönen Platz hier. Also finde ich das sehr angemessen. Doch, hat uns gut gefallen. Eisfreien Fjorde. Das ist das erste Mal, dass wir in der Kolonne über die Hardanger Widder fahren müssen. Wir müssen uns einreihen. Das heißt, wir werden da oben nicht stehen bleiben können. Das ist aber schade. So, mittlerweile ist eine Stunde vergangen. Wir stehen immer noch hier. Damit hat sich unser heutiges Ziel, Bergen anzureisen, erledigt. Und wir warten jetzt, bis wir endlich mal mit dem Konvoi über die Hardanger Widder kommen. Das ist das erste Mal, dass wir über die Hardanger Widder mit dem Konvoi fahren. Vor 10 Jahren hat alles angefangen mit Wohnmobilreisen. Genau vor 10 Jahren waren wir das erste Mal in Norwegen und sind über die Hardanger Widder gefahren. Das war eines unserer beeindruckendsten Erlebnisse gewesen damals. Ja, da hat es angefangen mit unserem Wohnmobil. Das war halt im Sommer. Da brauchst du kein Konvoi. Na, 2 Monate später, ja, genau. Ja, und seitdem haben wir nie wieder einen anderen Urlaub gemacht als Wohnmobilurlaub. Und 8 Jahre vorher musste ich ackern, bis ich 2012 den Herrn an meiner Seite soweit hatte, dass er mal mit einem Wohnmobil fährt.
Ja. Ja, und seitdem haben wir nie wieder einen anderen Urlaub gemacht. So, die Schneeflüge sind gerade angekommen. Die gehen jetzt erstmal Pause machen. Ich glaub's doch nicht. Ja, und dann hoffen wir mal, dass sie sich vor unseren Konvoi stellen. Und wir haben gerade die Autos gesehen, die von der anderen Seite kamen. Mein lieber Schwan. Da kommt was auf uns zu. Oh, mein lieber Mann. Da oben siehst du nichts und es ist windig, wie Sau. Ich bin mal gespannt auf die Tour. Ja. So, wir filmen jetzt mal schön, wie unsere Nachbarreihe alles davon fährt. Das war Action Live jetzt, mein lieber Schwan. Da ging es ab, da oben. So haben wir unsere Hardanger wieder noch nie erlebt. Ja. Tja, nichts gesehen von der wunderschönen Hardanger Widder. Das ist ja wirklich eigentlich die schönste Hochebene, finden wir. Also, es ist traumhaft bei schönem Wetter hier oben. Aber heute haben wir sie halt mal von der anderen Seite kennengelernt, gell? Wieder ein bisschen Land in Sicht. Und der gute Mann dort vorne, der Konvoi-Anführer, der bringt wirklich die Autos bis runter. Ja, wir warten ja dann den nächsten. Ja.
Naja, da oben kam uns aber auch welche entgegen. Aber auch eine Station. Ja, da tauschen sie aus. Da tauschen sie aus, ja. So, hier ist Konvoiende jetzt. Hat er gut gemacht, der Junge da vorne. Und hinter uns ist ja auch noch einer. Ja, liebe Videofreunde, das war unser erster Campingplatz, also unser erster richtig schöner Campingplatz in Norwegen vor 10 Jahren. Hat hier eigentlich alles angefangen, wenn man so will. Wir sind jetzt mal hier lang gefahren. Hier haben wir damals gestanden und waren schon das erste Mal fasziniert von der schönen Landschaft. Ja, und dann sind wir sozusagen in Norwegen hängen geblieben. Gleich das nächste Jahr nochmal gefahren. Naja, und weil es so wunderschön war, haben wir dann immer wieder schöne Campingurlaube gemacht. Aber hier hat eigentlich alles angefangen, auch so mit Norwegen und so. Mal gucken, ob ich die Bilder noch finde von damals. Es wird erstmal gekocht und wir haben ein wunderschönes Plätzchen gefunden, direkt am Hardanger Fjord. Total schön. So, dann lassen wir es uns mal schmecken. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Michael war heute ein guter Fahrer. Wir hatten eine brenzliche Situation auf der engen Straße nach Odda, als uns ein LKW entgegenkam, mussten wir ziemlich auf die Klötzer gehen. Und auch rückwärts fahren, hat er gut gemeistert. Auch die Tour über die Hardanger Widder, wie wir sie noch nie erlebt haben, hat er gut gemacht. Also, heute gibt's Deftiges für den Herrn des Hauses. Ach, und du isst nix. Ja, ich hätte dann vielleicht was anderes gegessen. Ja, ja. Also, lass es dir schmecken. Du ja auch.